Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Anno 1800. Und ja, wer schon länger bei meinem kleinen Kanal dabei ist, der weiß es. Am Anfang gibt es immer ein bisschen Werbung. Und die Werbung lautet, wenn ihr neu seid, dann seid doch bitte so freundlich. Abonniert meinen kleinen Kanal, unterstützt ihn damit. Und bitte schaut euch das Video doch bis zum Ende an und sagt dann, hat es euch gefallen oder nicht. Wenn es nicht gefallen hat, dann hinterlasst auch bitte einen Kommentar. Ihr dürft natürlich auch einen Kommentar hinlassen, wenn es gefallen hat. So, was würde ich ganz gerne in dieser Folge anfangen? Als erstes gilt es erstmal, eine Quest zu lösen. Also ich hatte hier meine Wildtaube schon mal auf große Fahrt geschickt. Das war alles noch in der letzten Folge. Um meine Staatskasse aufzubessern. So, die sollte Schiffbrüchige einsammeln. So, ich kann dich jetzt mal schon mal dahin schicken. Drei Stück müssen es an der Zahl gewesen sein, genau. Und dann auch nur hier wieder zurück zu dem Eli Bleakworth. Das sollte leicht verdientes Geld sein. Ansonsten in der letzten Folge haben wir notgedrungen viel Geld für unsere Verteidigung ausgegeben, haben es aber trotzdem geschafft, noch auf 770 Handwerker sogar aufzusteigen. Das war mir wichtig, weil ich wollte ganz gerne Linienschiffe bauen, weil ja, die Margaret Hunt, ich glaube, da wollte ich nicht viel zu sagen, die ist so übermächtig geworden. Das sieht man auch sehr schön hier auf dem Radar. Also da muss ich das schützen, was ich habe. So, ich hatte gerade genug Geld und Ressourcen, um meinen Heimathafen ziemlich gut auszurüsten, finde ich. Und auch, sage ich mal, meine erste Versorgungsinsel ist auch ganz gut ausgerüstet. Ja, die Insel hier im hohen Norden, die hat leider nur zwei Kanonen. Ja, mal gucken, ob wir da noch welche nachjagen bzw. nachbauen. Viel Geld ist nämlich nicht übrig. Und ich brauche diese Insel zwingend, um ja, meine Handwerker irgendwann mal auch zu Ingenieuren aufsteigen zu lassen, weil die wollen Dosenfleisch oder Fleischkonserven. Dazu brauche ich Paprika und Paprika gibt es nur da oben. So, dazu doch mal ein Blick auf die Insel. Könnte ich mir denn, ich muss mal hier einen Blaupausenmodus einstellen. Also, das gefällt mir viel besser. So, ich könnte hier sogar was bauen. Das wird sogar gehen. Ja, ziehen wir es doch mal hoch. Das geht. Und hier fehlen mir Kanonen. Ja gut, Kanonen habe ich. So. Die würde ich glatt mal von hier mitnehmen. Ja, nicht alles. 10 Tonnen sollten reichen, glaube ich. Ja, genau 10. Schicken wir die doch mal dahin. So. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Schutz, ne? Ja, es kostet wieder Schweine viel Geld, aber ja, ich denke mir, was soll ich machen? Ne? Ich brauche die Insel, okay, dahin schicken. Ich brauche die Insel zwingend, zumal es ist auch nicht mehr viel zu holen. Ne? Und wenn ich die jetzt auch noch verlieren sollte, ja, dann kann ich sie mir wieder nur militärisch zurückholen. Ja, ich brauche halt das Anbaugebiet Paprika für die Fleischkonserve. So, da gibt es erstmal 6.700 für, nehme ich sehr gerne. Und dich schicke ich schon mal, ja, ich muss hier aufpassen. Oh, die sammelt hier eine recht große Flotte. Geleitschutzaufgabe, na, muss ich leider ablehnen. Das ist die Frage, was hat sie damit vor? Ja, das sollten wir gleich mal so ein bisschen beobachten. So, ich schicke dich mal direkt nach Hause. So, okay, die fährt. Die, okay, jetzt durch Zufall gesehen. Sie nimmt Kurs Richtung Norden. Okay, da ist nicht viel. Außer diese Insel hier. So, man könnte sogar mal überlegen, hier so die ein oder andere Kanone hinzubauen. Wenn man das hier mal macht. Mach das jetzt einfach mal. Wenn sie vielleicht zurückkommen, kann man die auch unter Beschuss nehmen. Okay, also die scheinen direkt auf meine Insel zuzuhalten. Das finde ich nicht gut. Da wird auch mein Clipper oder mein Flaggschiff, das hat zwar ein paar Kanonen, auch nicht viel ausrichten können. Das sind 4 Linienschiffe, ein kleines Kanonenboot. So, ich muss auf jeden Fall das Flaggschiff gleich hinten rum zurückschicken, weil sonst habe ich ein Problem. So, ich entlade nur schnell.
Zack. Baue hier noch die Kanone. Falls es überhaupt noch was bringt. Und die schicke ich zurück. So, okay. Also die Kanone wird wahrscheinlich nicht schnell genug aufgebaut sein. Ey, das ist jetzt echt ärgerlich, ne? Ja, also tatsächlich. Also sie versuchen es hier. Also leider ist da doch die Kanone ein bisschen zu spät gekommen. So, die gehen auch direkt auf meinen Hafen drauf. Jetzt drehen sie ab. Warum auch immer. Okay, vielleicht hat die nochmal Glück. So, ein Linienschiff nehme ich mit. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ey, das... das war echt... das war jetzt reiner Zufall, dass ich hier auf die Insel geguckt habe, ne? Okay, also anscheinend hat sie... Also sie hat was vor bei mir, ne? Also sie will mich ärgern. Jetzt mal kurz gucken. Hier sind auch 4 Kanonen. So, wenn ich das hier aufbessere, frage ich mich, ob das eher standhält. Ich mache das jetzt einfach mal. So. Okay, vielleicht kommen die Kanonen hier unten sogar nochmal zum Einsatz. Also die ist frech, ne? Also machen wir uns nichts vor. Jetzt schlawenzelt sie hier rum. Also, okay. Gut, aber wir haben ein bisschen was zu tun auf jeden Fall. So, wir lektorieren erstmal unsere Zeitung. So, also wir nehmen auf jeden Fall mehr Geld. Und Zufriedenheit nicht, Verbrauch der Bedürfnisse. Das nehme ich auch mal rein. Veröffentlichen wir mal. So, ich nur kurz mal einen Blick hier oben. Okay, die fahren irgendwie zurück. Okay, vielleicht wollen sie es nochmal probieren. Es hat ja nicht so ganz funktioniert. Aber wer weiß das schon. Okay, also das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. So. Aber was wir auch im Auge behalten sollen, sind unsere Bedürfnisse. Wir haben in der letzten Folge relativ viele Handwerker aufsteigen lassen. So, ich habe prophylaktisch schon mal weitere Industriezweige auf dem Reißbrett entworfen für Brot, Seife und Bier. Das müssen wir mal so ein bisschen beobachten. Arbeitskleidung, warum das jetzt so krass abnimmt, weiß ich nicht. Wurst ist am Peak, also da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Da ist das Lager wahrscheinlich voll. Ja, hoppala, verklickt. Die Insel eines Konkurrenten wurde so, nee, das wollte ich nicht gucken. Nähmaschinen passt auch. Fischköpfe, also die drei, die machen mir eh überhaupt keine Sorgen, weil die sind immer schnell hochgezogen. Also im Moment scheint das zu passen. So. Okay, also irgendwie hat er hier was vor. Oder sie, besser gesagt. Wir befinden uns auch noch im Kriegsmodus. So, was die jetzt hier vorhat, weiß ich nicht. Die ist gleich in Reichweite der Kanonen. Ja. Okay, das ist jetzt nicht ganz nachvollziehbar. Okay, sie scheint es hier nochmal zu versuchen. Mit einem einzigen Linienschiff. Okay. Ja, da bleiben wir jetzt mal bei. Das interessiert mich doch. Okay, so, wie nennt man? Hit-and-Run-Attacks. Was das hier jetzt bringt, weiß ich allerdings nicht. Gut, die kann ruhig ausbluten. Da habe ich gar keinen Schmerz mit. So, hier kommt es auch nicht vorbei. Das finde ich schon mal ganz gut. Also auch da scheint es ein Problem zu haben. Gut, aber was bedeutet das für uns? Ich würde ja gerne ein bisschen was machen. Das ist ja Stillstand ansonsten. So, wir hatten ja auch ein schönes Item. So, Lucius lang verschollene Glaubensdoktrin. Die kostet mich Zufriedenheit, verringert aber die Aufstandsgefahr um 60%. So, die muss in ein Rathaus, was ich nicht bauen kann, weil ich keine Stahlträger habe. Das ist schlecht. So, das ist generell ein Problem. Stahl und Fenster kommen bei mir ein bisschen zu kurz. So, in der letzten Folge haben wir auf jeden Fall die Stahlproduktion ankurbeln können. So dass wir auf jeden Fall genug Rohstahl haben. Zwischenprodukt. Plus, minus, null. Passt. Ich habe allerdings sehr viel Eisen und auch Kohle ist wieder im Anstieg inbegriffen. Könnte jetzt überlegen, noch ein Stahlwerk zu bauen. So. Eine Eisenmine hätte ich sogar noch. Also ich probiere mal Folgendes aus. Ich mache es auch erstmal nur in der Blaupause. Ich brauche nochmal ein
Werk für Stahlträger. So, das kann ruhig. Wo setzen wir es denn hin? Na, setzen wir es mal hier hin. So. Mist, das wurde jetzt schon direkt gebaut. Ich dachte, ich wäre im Blaupause-Modus. So, nicht dramatisch. Da muss ich halt noch ein paar Farmer aufsteigen lassen. Auch nicht schlimm. So. Wo haben wir denn welche? Hier. Die sind willig. Und im gleichen Zuge ziehen wir hier noch ein Viertel hoch. So, das sieht doch ganz gut aus. So, mal einen Blick hier hingeworfen. Was hat sie vor? Ich glaube, sie weiß es gar nicht so richtig. Mir fehlen jetzt wirklich ein paar starke Linienschiffe. Dann könnte ich die hier richtig aufreiben. Also sie rennt hier, glaube ich, immer wieder gegen an. Wenn ich das richtig sehe. Okay, also ist nicht schlimm. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall gerade sicher. So, ein weiteres Stahlwerk für die Produktion von Stahlträgern. So, ich bin jetzt im Blaupause-Modus. Dann könnte ich aber schon mal auch einen weiteren Hochofen vorsehen. Baue ich hier hin. Und was mir hier nicht so gefällt, auf jeden Fall muss hier noch ein bisschen was für den Transport getan werden. Ein paar Ziegelstraßen. Ich habe hier zwar eine Feuerwehr. Also die brauche ich auch zwingend. Oh, okay. Wir brauchen auf jeden Fall noch was. Irgendwo noch eine Feuerwehr. So, also hier sieht es auch relativ schmal aus. Hier oben könnte vielleicht noch eine hin. Ja, das könnte noch Sinn machen. So. Danke für die Liebenswürdigkeit. So, generell hier der Markt. Reicht auch nicht so ganz bis da oben hin. So, nochmal einen Blick hier hin. Okay, jetzt haben wir noch ein Schiff versenkt. Das war wahrscheinlich. Also, das ist wirklich dumm, was sie hier macht, ne? Oder die KI besser gesagt. Also, sie rennt hier immer wieder an. Vor allem die kleinen Kanonenboote, die kommen ja noch nicht mal so weit. Ihr Hafen wird angegriffen. So, die hat gleich ihre komplette Flotte verloren. Also, ich meine, finde ich ja gut. Aber sehr helle ist es halt nicht. So, sie scheint da irgendwie nicht rauszukommen. Vielleicht wäre jetzt mal die Idee, wirklich das ein oder andere Linienschiff zu bauen. So, von wem ist Ein das hier? Das ist die funkelndes Schiff Komet. schwärmt auf. So, jetzt versucht es hier wieder. Also, das ist nicht clever, ne? Also, bis die eine Breitseite abgeben kann. Das ist, also, so ganz ist es wirklich nicht nachvollziehbar. So, jetzt ist er relativ nah dran. Jetzt kann sie auch mal schießen, geht aber nur vorbei. Okay. Also, die hat einen Großteil ihrer Flotte hier gelassen, wenn ich das richtig sehe. So, jetzt versucht sie es mal, aber das wird auch nicht von Erfolg gekrönt sein. Also, die Befestigung ist einfach zu stark. So, gut, dann kümmere ich mich um wichtigere Sachen. Bedürfnisse. Bier liegt bei 50 Tonnen, ist jetzt nicht die Welt. Ja, das Schiff ist weg. Also, bis das aus dem Radius der Kanone raus ist, können wir jetzt hier mal gucken. Ja, ist das weg, auf jeden Fall. Warum sind es zwei Kanonen, die hier drauf feuern? Könnte knapp werden. So, da schlawenzelt auch noch ein Schiff rum. Versucht's oben lang. So. Auch hier aber das Gleiche. Also, ich meine, klar, hätte es für mich böse enden können. So, komm, ein Schuss noch. Dann müsstest du weg sein. Oh, kommt einer noch? Oh, da kommt noch einer. Reicht der? Jawohl. Du wärst gar kein Royalist. Sehr schön. Also das freut mich natürlich zu sehen. Die hat hier mehrere Linienschiffe verloren. Das kostet ordentlich Geld. Okay, aber ich habe ja ein bisschen was anderes vor. Ich mache mal ein bisschen schneller. Und ein bisschen mehr Kohle reinkommt. Okay, es steigt langsam. Das ist schon mal gut. Auch das stabilisiert sich. Passt. So, dann würde ich sagen. So, gucken wir mal, was kostet ein Linienschiff? Ich brauche mehr Kanonen. So, die habe ich jetzt natürlich für meine Schiffe ausgegeben. Für Kanonen brauche ich Stahl. So, das machen wir auch mal hoch. So, wo ist denn hier unsere Kanonenfabrik? Ist das hier? Mal, wo sie suchen. Da. So, Stahl wird ja jetzt nochmal produziert. Ne, wird nicht produziert, nur Stahlträger.
So, das heißt, ein Stahlwerk wird noch Sinn machen. Dafür brauche ich auch 100 Arbeiter, die ich Stand jetzt nicht habe. Von Ressourcen her sollte das klappen. Also ein Stahlwerk muss her. So, dafür brauche ich aber noch ein paar Arbeitskräfte. So, dann lassen wir mal wieder ein paar Farmer aufsteigen. So, machen wir es hier ruhig. Oh, Schiff unter Beschuss. Warte, will ich sehen, welches. Oh, okay. Er versucht es hier oder sie versucht es hier. Ja, also ein Linienschiff wäre echt schon nicht verkehrt, ne? Dann könnte ich hier ein bisschen für Ruhe sorgen. Also das Viech kann mich jetzt hier ärgern. Und ich hoffe, der ist so dumm. Konnte eine ihrer Inseln nicht besiegen. Ja, du kannst ja auch gerne Frieden anbieten. So. Ich hoffe, der zieht jetzt von dann hier Richtung Süden. So. Dann ziehen wir mal einen weiteren Hochofen hoch. Hochofen hoch. Schönes Wortspiel. So. Dann hier unten bei meiner Hauptinsel würde ich ganz gerne auch noch einen Reparaturkran vorsehen. Kann ich mir auch noch nicht leisten. So, hier ruhig rein. Hier wäre sogar noch schöner. Warte, machen wir es mal so. So, das ist ja das Schöne an der Blaupause. Super, kein Platz. Ja, dann hätte ich es mir auch schenken können. Ich will den ganz gerne nah am Kontor haben. So, hier ruhig rein. So. So, was macht das Schiff hier unten? Okay, zieht anscheinend von dann. Das ist ja erstmal soweit okay. So, mit dem weiteren Stahlwerk. Das hatte ja auch einen Grund, warum ich das bauen wollte. Auch mehr Kanonen. So. Ja, es wird langsam eng hier. Weil ich glaube, langsam wird noch ein weiteres Lager. Ach, da oben ist ja auch schon eins. Hatte ich ja schon vorgesehen. Ein weiteres Lagerhaus Sinn machen, gerade wo ich sage. So. Dich klotzen wir mal hier hin. Und ziehen auch gleich die entsprechende Straße. So. Kanonengießerei. Okay, die könnte ich sogar aus dem Boden stampfen. Das machen wir auch mal. Weil, also man muss jetzt einfach sagen, und ich finde, das hat jetzt auch dieser Konflikt mit der Margaret Hunt hier gezeigt. Da bin ich jetzt ganz gut rausgekommen. Aber dieses Spiel wird militärisch entschieden. Also ich kann hier, glaube ich, noch so gut Produktionsketten aktivieren und optimieren. Am Ende siegt der mit den dickeren Kanonen. Und da sehe ich mich im Moment noch nicht. Vor allem, wenn ich mal auf die Diplomatie gucke und dann auf die Margaret Hunt. Also gut, ich habe aufgeholt, muss man schon sagen. Gut, ich habe auch jetzt einiges bei ihr versenkt. Aber sie ist immer noch doppelt so stark wie ich. So, ah, guck mal, das ist doch schön. So, ah ja, okay. Also ich behaupte mich langsam, ne? Liegt nicht unbedingt an der Stärke meiner Flotte, aber ich bin wehrhaft, was meine Inseln angeht. Und das schon mal ganz gut. So, nochmal einen Blick auf die Bedürfnisse. Okay, 49. Da könnte man jetzt schon langsam überlegen. Was ich ganz gerne machen würde, ich würde mir langsam das Rathaus hochziehen. Da fehlen mir aber immer noch Stahlträger für. So, dann schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir auch nochmal die ein oder andere Quest. Um damit ein bisschen Geld zu machen. So, was willst du? Ich verurteile sie zu. Geleitschutz, keine Chance. Kriege ich gar nicht hin. Kriege ich gar nicht hin. So, Margaret Hunt, wir können ja vielleicht Frieden schließen. Unmöglich, unmöglich. Okay, dann nicht. Handelsbeziehungen, wie schaut es denn damit aus? Nahezu sicher, dann machen wir das. So, Handelsrechte, unmöglich. Ach, also die tun sich auch schwer, ne? Über Handelsrechte würde man nämlich auch wieder ein bisschen Geld generieren, wenn man die Sachen natürlich vertickt, die im Überfluss da sind. Spielstand gespeichert. So. Ich würde, glaube ich, hier nochmal die Feuerwehr hochziehen. Hier sind wir ganz gut versorgt. Hier unten
Muss ich allerdings sagen, wo ist denn hier die nächste Feuerwehr? Das sehe ich gar nicht. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Also, wo könnte eine Sinn machen? Hier passt sie doch ganz gut hin, oder? Dann nutzen wir ja auch den frei gewordenen Platz. Das machen wir mal. Zumindest in der Blaupause. So, immer mal einen Blick auf die Margaret Hunt und ihre Flotte. Ja, die können nichts machen, ne? Also hier... Was zappelt denn hier so rum? Okay. Ja, die ist halt hart angeschlagen, ne? So. Wir können jetzt natürlich auch die Quest mal so langsam angehen. So, und eine Fregatte in Auftrag geben. So, das machen wir schon mal. So, mal in die Stahlproduktion geguckt. Das wird erst jetzt langsam kommen. Okay, hier passt es. Hier ist noch genug da. Klar, da sind wir jetzt ein bisschen im Minus. Das muss erst anlaufen. Aber ich glaube, das wird kommen. Wir haben jetzt 3 Hochöfen. Wir haben 2 Stahlwerke. Und wir haben 2 Kanonengießereien. Mal gucken. Mal gucken, ob wir uns damit nicht ein bisschen übernommen haben. Aber ich glaube, so das passt erstmal. So, dann nochmal ein Blick auf die Bedürfnisse. Da ist ein Kontor. Ja, Bier nimmt latent ab. Der Rest sieht gut aus. So, ist die Frage. Da können wir... Haben wir noch ein Problem hier mit Arbeitern? So, da machen wir Folgendes. So, haben wir da wieder Ruhe und das Viertel ziehen wir komplett hoch. So. Ja, ist ein bisschen, ja, ungleich verteilt, ne? Also, wir haben viel zu viele Handwerker. Es liegt aber auch daran, weil wir noch nicht so die Betriebe hochgezogen haben, die dafür notwendig sind. Und viel zu wenig Arbeitskraft auf den unteren Baustufen. Auf den unteren Bevölkerungsstufen. Ne? So, da können wir mal gucken. So, wo wir noch was raushauen können. So, also hier zum Beispiel können ja noch 2 weitere Bauern einziehen. So, in den hinterletzten Ecken. So, man könnte da ja nochmal sagen, ich ziehe hier auch noch ein Viertel hoch. Da kommt das mal ein bisschen größer, einfach damit es ausgebaut ist oder nicht so eine tote Ecke. So, ich sehe hier noch eine Quest, die nehme ich natürlich gerne mit. Vielleicht gibt es Geld. Eine Wimmelbildaufgabe, ja komm, was muss ich machen? Finden und holen sich streuende Hunde. Oh, da muss man mal genau hingucken. Uiuiui. Also ich weiß gar nicht, in der ersten Version, da waren die immer markiert. Waren die so leicht grün umrandet. Ich glaube, das ist jetzt hier nicht mehr der Fall. So streuende Hunde finden. Oh, herrlich. Da habe ich ja jetzt Bock dran. Und am Ende gibt es irgendwie wieder so ein richtig beschissenes Quest-Item. Irgendwie Kartoffeln oder keine Ahnung, ein Stück Brot. So. Ja, wo soll ich die denn jetzt finden? Wo soll ich die denn jetzt finden? Gibt es da einen Hinweis? Gucken wir mal. So, halten Sie den Hund und die in den Straßen in der Stadt und vermutlich in der Nähe der Bauernhäuser. Ja, super. Da hätte ich eh geguckt. So, hier ist noch ein relativ großes Viertel. Ah, guck mal, da haben wir einen. Ach, das war's schon. Und was gab's? Beeinflusst Tierhöfe. Produktivität 70% gescheiter, aber 35% teurer. Ja gut, aber eigentlich nicht verkehrt. Tierhöfe, das sind ja hier Schweine. Was gibt's noch? Ja, später gibt's so Poncho-Farms oder Jack-Farms, wie auch immer. Na, das ist ja erstmal okay. So, ich würde aber gerne mein Rathaus jetzt echt mal hochziehen. So, das machen wir mal. So, und hier das hier platzieren. Aufstandsgefahr deutlich gesenkt. Sehr schön. So, die Margaret Hunt ist abgewehrt. Die Fregatte ist in Produktion. So, weil ich will jetzt den Großauftrag angeben. Von den Bedürfnissen her ist es okay. Ich sehe ein latentes Problem mit Bier. Das sinkt. So, da müssten wir hochziehen. Im Endeffekt alles, was wir hier haben. Da würde ich auf jeden Fall ein Problem mit Bauernarbeitskraft bekommen. Da brauche ich schon mal 20, sind 60. Die habe ich schon mal nicht. So, hier arbeiten Arbeiter, die habe ich auch nicht.
Hier habe ich Arbeiter, habe ich auch nicht. Und in der Mühle, da arbeiten auch noch Farmer, die habe ich auch nicht. Und in der Brauerei arbeiten auch Arbeiter, die habe ich auch nicht. So, sehr schön. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich brauche mehr Arbeitskraft auf den unteren Bevölkerungsstufen. So, und ziehen wir das mal hoch. Um ehrlich zu sein, so, dann lassen wir die erstmal einziehen, glücklich werden und dann später auf die Felder zu jagen. So. Oh, das wird das nächste Schiff sein, das sie verliert. Was, verstehe auch nicht, warum die keinen großen Bogen macht. So, wenn es Glück hat, schafft es es. Ne, das schafft es nicht mehr. Tja, das war's. Also ich glaube, ich habe fast die gesamte Flotte von ihr versenkt. Nur mit den Kanonen. Sehr gut, das freut mich. Richtig, richtig gut. So, schauen wir mal, wo wir stehen. Also, Bilanz sieht super aus. Staatskasse geht so. Wir bauen eine Fregatte. Also, wir gehen jetzt mal aktiv den Großauftrag an. Bedürfnisse sind okay. Ich würde nach Einzug einiger Bauern und Arbeiter, denke ich mal, den Brot- und Bierzweig meiner Industrie weiter ausbauen bzw. neu aufbauen, um die Bedürfnisse auf jeden Fall stabil zu halten. Ich muss sagen, ich bin zufrieden. Also ich finde, das passt alles, fügt sich ganz gut. Militärisch sind wir jetzt zwar auf dem Wasser kein Ass, aber wir können uns wehren. Und die Insel, die wir haben, halten wir. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass das auch in der neuen Welt funktioniert. Aber das gucken wir uns in den nächsten Folgen an. Ich hoffe, euch hat diese Folge Spaß gemacht. Wenn dem so ist, dann klickt auf jeden Fall auf den Gefällt mir-Button unten rechts und klickt auch auf den Abonnieren-Button, jetzt hier in der Mitte erscheint. Gern gesehen, ist mal Feedback und konstruktive Kritik. Ich sage bis zu einer weiteren Folge. Anno 1800, auf Wiederschauen.